Hallihallo, alle Hölle. Gold, kurz-, mittel- und langfristig. Haben wir jetzt auch schon ein paar Wochen nicht mehr gemacht, kommt jetzt hier heute rein. Vorab die Info, ich mache heute am Montag, wir haben jetzt, nicht Montag, Mittwoch. Wir haben jetzt Mittwoch, den 3. Jänner, 6:14 Uhr. Ich mache heute Abend keinen DAX-Film. Ich möchte gerne erst die erste Woche hinter mir haben. Dafür mache ich am Wochenende dann die längeren Ausblicke, nur dass ihr das wisst. Das ist das Gold auf Monatsbasis. Das sieht jeder Blinde mit dem Krückstock. 1, 2, 3, 4. Wir haben so einen Vierfach-Top. Wir schaffen es momentan nicht, diese Linie hier nennenswert zu überbieten, die 2073. Da ist die Frage, wie spitz der Bleistift ist. Bei manchen ist es bestimmt auch 2075. Im Moment schaffen wir das nicht, sind aber über den Monat grundsätzlich überall noch in Ordnung. Hier über den Trendfolger, Stochastik auch. Man kann nicht meckern. Also auf Monatssicht wäre das jetzt so eine Geschichte, da müsste ich erst warten, bis sie wirklich hier drüber gehen. 2090 sowas und das mit Schlusskurs abends 22 Uhr bestätigen. Ansonsten habe ich hier als erste Unterstützung den Bereich von 1890, das ist die 20-Monatslinie und dann geht es erst weit, weit hier drunter bei 16:30 Uhr. Also ich finde, der sieht auf Monatssicht grundsätzlich noch in Ordnung aus, das Gold. Gucken wir mal hier auf die Woche. So, da wird es ein bisschen anders. Aber das macht mir ein bisschen Gedanken. Also erstmal hier, wir haben hier einen sehr schönen Support bei 18,11, gefolgt von der 18,43. 18,43 ist die 200-Wochen-Linie und das untere Wochenband. Schöne Unterstützung. Die nächste Unterstützung ist die Verbindung aus diesem Chartpunkt hier, 1970, mit der 20-Wochen-Linie. Und das wird auch hier hinten vom Chart auch nochmal bestätigt. Was mir da nicht so gut gefällt, ist, dass wir hier schon über das MACD abfallen. Mach es mal ein bisschen größer, dass man es besser sieht. Wir fallen hier ab, ja, lang, kurz, kurz. Und wir stehen kurz vor einem Verkaufssignal, das ist noch nicht bestätigt, über den Oszillator. Aber da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Jetzt der Tag und damit kurzfristig. Dazu muss ich erstmal hier noch ein paar Fibos reinmachen. Zack. Und zwar lege ich die hier an. So. Das war die 2086. Das haben wir auch noch nicht nennenswert überboten. Und da ist auffallend, in der ersten Bewegung, also von hier unten bis da hoch, haben wir das 38er gesehen. Das Gold hat die Angewohnheit, das hält dann nie genau an dem Punkt, sondern macht dann gerne mal 10 oder 15 Punkte drüber oder drunter. Das ist immer so eine shaky Moment, muss man anders sagen. Aber dieser Bereich hier um den 1975, 80 ist, den halte ich für sehr gut. Es ist nicht nur das 38er Retracement von dieser Bewegung, sondern es ist auch das untere Band und es ist bis runter bis zu 1974 ein schöner Chart Support. Weiterhin unterstützen kommt die auch weiterhin steigende 200-Tage-Linie dazu. Die dürfte also bald so im Bereich 1965, 70 liegen. Das dauert nicht mehr lange. Aber auch hier, wir werden weicher über den Trendfolger und haben ein relativ frisches Verkaufssignal über die Stochastik. Das Gold wird erst dann weiter positiv, wenn wir die 2085 mindestens mal mit 2090, idealerweise 2095, Schlusskurs 22 Uhr überbieten. Vorher ist das hier so eine kann sein, muss nicht Position. Ich muss jetzt hier also mich auch nicht beeilen. Ich will mich aber auch noch nicht festlegen. Ich habe allerdings für eure Watchlist folgende Scheine gemacht. Der eine hier, der 1912er, der liegt hier unterhalb von dem 61er. Ich mache das mal ein bisschen runter hier. Unterhalb von dem 61er Retracement. Das ist hier. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Unterstützung. Ich sage nicht, dass er da gleich hingeht, aber das ist ein Bereich, das ist eine ganz wichtige Make-or-Break-Line. Dann würden wir nämlich nicht nur dieses letzte Verlaufstief unterbieten, sondern auch jenes. Dann mit einem Ziel von 18,11. Aber soweit ist es nicht. Das heißt, ich kaufe sowas erst, wenn wir so um die 20-Tage-Linie sind, gucke ich mir das an. Beziehungsweise auf dem unteren Band, bei diesem Bereich von, sag ich mal, 1975 bis 1980, dann schaue ich mir das an. Da wird auch der Hebel, ich
meine, das sind immerhin, was sind das? Das sind 60, das sind 80 Punkte. Dann wird der Hebel hier auch wenigstens mal ein bisschen knackiger, dass es ein bisschen mehr Spaß macht. Für diejenigen, die sagen, oh, früher da, das 50er, das wird schon halten, weil 200-Tage-Linie. Und die nicht so weit weggehen wollen, sondern größeren Hebel wollen, es ist der hier, 1941. Also wie gesagt, da sind wir unter dem 50er und unter der 200-Tage-Linie. Wenn er dann hier sich komplett abgebaut hat und leicht nach oben dreht, ist das auch eine sehr schöne Option. Die hat dann auch einen ordentlichen Hebel. Im Moment immerhin schon 18. Aber ich muss sie jetzt, heute hier und jetzt noch nicht kaufen. Ich kann da ein bisschen warten. Wer der Meinung ist, okay, das Ding geht jetzt weiter runter, sei es zur 20-Tage-Linie, sei es zum unteren Band, sei es zur 200-Tage-Linie in diesem Bereich, habe ich diesen Put, der ist deutlicher weg. Das ist ein 2150er, hat im Moment einen 22er Hebel. Da sind wir also hier oben. Das kann man probieren, wenn man von einem Preisverfall überzeugt ist. Ja? Den kann man auch relativ flott stoppen. Und zwar bei 2000, jetzt haben wir 2000. 58, den könnte man dann durchaus stoppen, hier so bei 2090, 2095. Also das Risiko ist überschaubar. Sagen wir es mal so. Also der gefällt mir jetzt momentan von den hier genannten Scheinen am besten, weil ich davon ausgehe, vor dem Hintergrund dieses Abflachens hier und dieses Verkaufssignal, dass wir eher mal mindestens bis zu 34 gehen, eher wahrscheinlich bis zu 1980. So meine ich das. Also wie gesagt, heute Abend kommt nichts mehr und ansonsten wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.